faut agir dès maintenant pour gérer au mieux la crise. La nouvelle génération est effectivement là pour aider l'ancienne à y faire face, mais elle n'est pas là pour y faire face seule. Es gibt bereits Initiativen, die den Dialog zwischen Jung und Alt fördern. Und natürlich diese Programme, mit denen wir Jugendliche ins Ausland gehen, sei es Erasmus, sei es die Programme des deutsch-französischen Jugendwerkes, sei es der Europäische Freiwilligendienst. On a travaillé sur la crise de la dette grecque. Ensuite, on a fait partie d'un groupe plus grand qui a traité de la crise de la dette en général en Europe. Et après, j'ai eu la chance de présenter tout ce qui est l'aspect économique du Forum Ludwigsburg. Ist es unser Job, für die Zukunft nicht zu viele Probleme zu hinterlassen und tatsächlich, zum Beispiel durch das deutsch-französische Jugendwerk, OFAGE, eine Struktur zu schaffen, die es auch jungen Leuten ermöglicht, ohne Hemmschwelle leicht und einfach zusammenzukommen. Le maire de Ludwigsburg, le ministre-président du Land de Baden-Württemberg ont choisi de rendre un très très grand hommage au discours de De Gaulle à la jeunesse. Et l'essentiel, je crois, du message qu'il voulait faire passer, c'était que finalement l'avenir de la coopération franco-allemande appartenait aux jeunes. Et c'est pourquoi ils ont porté beaucoup de soin à faire venir énormément de jeunes dans cette cour du château. Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, die Kraft ihrer Kundgebungen zu hören und bei einem jeden von ihnen die Leidenschaftlichkeit mitzuerleben. Général de Gaulle a beaucoup misé sur la jeunesse. On part de ce discours-là, on part de cet anniversaire, et puis c'est dans, je pense que c'est dans cette confiance qu'on avance main dans la main, français et allemand. Ich denke, die deutsch-französische Freundschaft ist für die Zukunft Europas sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Es ist ganz wichtig, hier als Jüngere sich zu treffen, weil wir an die Rede General de Gaulle vor 50 Jahren erinnern, die sich damals an die Jugend gerichtet hat. Und deswegen sind wir froh, dass viele Jugendliche auch hier nach 50 Jahren wieder im Schlosshof von Ludwigsburg versammelt sind. Die deutsch-französische Freundschaft ist das beste Beispiel dafür, dass sich jahrzehntelange Konflikte und Ressentiments überwinden lassen. Deshalb möchte ich mich ganz besonders bei denen bedanken, die im Vorfeld dieses Ereignisses und im Vorfeld des Jubiläums des Élysée-Vertrages so viel gemeinsam, gerade auch mit jungen Menschen zwischen Deutschland und Frankreich, unternehmen. Hier ist das deutsch-französische Jugendwerk von ganz besonderer Bedeutung. Immerhin haben bis heute über 8 Millionen junge Deutsche und Franzosen an den Austauschprogrammen teilgenommen. Es ist ein nicht mehr wegzudenkendes Instrument der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Und deshalb müssen wir schauen, dass auch in den nächsten 50 Jahren dieses deutsch-französische Jugendwerk seine Bedeutung für die junge Generation auch behält. Tournons-nous vers la jeunesse. C'est elle qui donnera la direction pour notre amitié. Il y a l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Transformons encore ce bel instrument pour qu'il devienne l'opérateur d'un vaste programme d'échange universitaire, une sorte d'Erasmus franco-allemand. Bonjour. Je suis volontaire au deutsch-französischen Freiwilligendienst. Mais là, on n'arrive pas à distinguer les Français des Allemands. Hein. C'est ça. Je suis le représentant des 350 élèves de 9 pays différents qui ont participé pendant 6 mois à un forum en ligne avant de se réunir ici à Ludwigsburg pendant 3 jours pour mettre en avant des solutions pour l'Europe. Ils ont été extrêmement curieux de découvrir les programmes innovants de l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour renouveler les relations franco-allemandes, un petit peu dans l'esprit en fait donné par De Gaulle à l'époque.